Ich hatte mal wieder richtig Lust, heute zu vloggen. Und ich glaube, es wird einfach ein Family-Vlog. Ich zeige euch ein paar Dinge, die noch so von Weihnachten übrig geblieben sind, beziehungsweise dazugekommen sind. Gerade hat die Post geklingelt und ich habe ein Päckchen von Zalando bekommen. Mein lieber, lieber Ehemann hat mir nämlich einen Gutschein überlassen, ne, Schatz? Schatz. 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 Hat nicht. Bisschen kamerascheu. Wir haben einen Gutschein gekriegt, also eigentlich zwei Gutscheine, a 25 Euro von einem Freund von uns, von dem lieben Chris. Und eigentlich, ja, für jeden ein Gutschein. Aber mein Mann hat es mir überlassen und hat gemeint, kauf dir endlich mal ordentliche Schuhe. Weil ich ja nicht so viele Schuhe besitze wie andere Frauen. Beziehungsweise eigentlich besitze ich wirklich drei Paar Schuhe, vier Paar, wenn es hochkommt. Also die wirklich noch gut sind und die man tragen kann. Und ja, ich habe jetzt ein paar neue Sneakers bestellt und ich habe, die kleine Maus ist übrigens auch da. Die hat gerade ganz fasziniert zugeguckt, was die Mama da macht, aber jetzt will sie auf den Arm. Ich habe gestern schon auf Instagram erzählt, dass sie wieder so ein bisschen Gebärmutterheimweh hat die letzten Tage. Also sie versucht in mich reinzuschlupfen und will die ganze Zeit nur auf dem Arm sein. Na, kleine Maus, willst du wieder zur Mama in den Bauch? Ja? Und ja, deswegen habe ich auch ein bisschen weniger gevloggt, dass das Baby die Mama hat, ne? Und hier, wenn ich dich jetzt auf den Arm nehme, Schatz, bist du in der Kamera. Papa? Die Schuhe. Ja, ich würde es dir gerne zeigen, aber du musst das Baby nehmen. Also, ich zeige euch jetzt mal, ich mache jetzt mal kurz das Päckchen auf. Ich stelle euch mal kurz hier ab. Hopp. Ah. Lieferschein, keine Zahlung nötig, das finde ich immer schön. Wegen dem Gutschein. Und hier sind die Schuhe, ihr seht schon, Puma. Ich habe mir ganz schlichte schwarze ausgesucht, weil die einfach zu allem passen. Und ja, weil ich keine schönen schwarzen Schuhe habe und die fand ich ganz schick. Die haben so eine braune Sohle, aber sonst sind sie außer dem Puma-Zeichen komplett schwarz und das passt halt gut zu Jeans oder einfach, ja, auch wenn man mal lässig einfach rausgeht. Die kann man Mia. Dann habe ich euch im Geschenke-Haul-Video gezeigt, dass die Liana ein Puzzle bekommen hat und habe das nur eingeblendet, weil wir das bei meinen Eltern vergessen haben. Hier schaut, ist es jetzt den Original. Das mag sie total gerne. Sie spielt super, super gerne mit diesem Puzzle. Also das hat sich wirklich schon mal gelohnt, dieses Geschenk von meinen Eltern. Und dann kam noch das da dazu von der Patentante Ornella. Das ist ein Melodienbärchen. Hallo, hurra! Ich bin Nina. Süß, ne? Geht einem ein bisschen auf die Nerven, aber ist süß. Und dann kam das noch an, das haben wir der Liana noch bestellt. Das ist wie hieß der Shop? Thomann, glaube ich, heißt der. Der hat wirkliche Musikinstrumente. Und da war so eine kleine Rassel dabei. Und da sie ja so gerne rasselt mit allen ihren Spielzeugen, habe ich eine Rassel bestellt. Mein Mann macht sich lustig über mich. Und dann kam noch H&M. H&M haben wir gedacht, wir bestellen ihr eine Brille, weil sie immer die Brille von meinem Mann von der Nase runterreißt. Und haben gedacht, vielleicht möchte sie einfach eine eigene Brille haben. Und haben ihr diese süße Sonnenbrille bestellt. Das sieht so witzig aus, wenn sie die aufhat. Die hat so verspiegelte Gläser und ist super, super süß. Sie spielt damit, aber trotzdem reißt ihr noch Papas Brille von der Nase. Und dann haben wir noch, muss ich mal hier mit ins Chaos nehmen. Dann haben wir noch
eine Mütze bestellt. Die ist richtig gut, weil die andere, die sitzt nicht richtig. Die ist noch so ein bisschen groß und die hat Bändel. Und diese, die sitzt jetzt echt bombenfest an ihrem Kopf und über den Ohren. Und das war mir noch ganz wichtig. Ja, das war's, glaube ich, ne, was so bestellt wurde und ja, nicht rechtzeitig geliefert wurde, aber jetzt noch kam. Oh, so ein gefährlicher Hund. Gib den Ball. Gib den Ball. Gib ihn schnell her. Gib ihn schnell her. Ach, Mias Spielzeug, das habe ich euch aber, glaube ich, schon gezeigt. Ne? Mia hat so eine Eule bekommen. Zum Spielen. Die haben wir ihr gegeben. Die liegt auf ihrem Platz. Da ist die Eule. Die quiekt so. Ne? Die Eule, die Eule, die Eule. Die Eule, die Eule, die Eule. Und das ist der Ball. Der Ball, der Ball. Hol den Ball. Hol den Ball. Doch, lieber die Eule. Okay. Also, wir werden jetzt uns wahrscheinlich aufteilen, denke ich, oder? Gehst du mit der Mia spazieren und ich räume die Ferienwohnung auf, oder? Ja? Weil wir, ja, so haben wir einfach mehr vom Tag. Gefallen dir die Schuhe? Kannst du nicht mehr reden? Okay. Wir haben einfach mehr vom Tag. Schatz. Wenn wir uns aufteilen, deswegen geht mein Mann jetzt mit der Mia spazieren. Wobei, ja, ich kann erst putzen gehen, wenn die Kleine schläft. Ich hoffe, das macht sie jetzt bald wieder. Sie ist seit 8 wach. Spielt jetzt aber hier noch gerade ein bisschen und dann ja, werde ich putzen gehen und meinen Mann spazieren und dann mal schauen, was noch so ansteht. Ich habe jetzt schon wieder so lange gelabert, dass eigentlich schon wieder ein Video fertig wäre. Aber ich nehme euch heute ein bisschen mit. Vielleicht wird dann einfach der Vlog heute mal ein bisschen länger. So, ihr Lieben, jetzt muss ich ganz schnell sein. Die kleine Maus schläft. Aber man weiß nie, wie lang. Manchmal schläft sie eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Ah, jetzt habe ich den Kellerschlüssel vergessen. Manchmal eineinhalb und ja, das ist die einzige Zeit, wo ich die Ferienwohnung machen kann. Leise sein. Leise, leise, leise. Ich habe sie zwar manchmal auch dabei, aber dann kann ich nicht das Bad putzen, weil diese aggressiven Mittel, da kann sie natürlich nicht mit. Ja, und deswegen ist es immer besser, wenn man das macht in der Zeit, wo sie schläft. Aber da ist die Zeit eben begrenzt. Aber ich hatte euch ja jetzt schon oft dabei und ich glaube nicht, dass das wirklich so interessant ist, wie man putzt. Ich glaube, das weiß jeder. Klar, wir putzen schon sehr gründlich, weil es halt eine Ferienwohnung ist. Also bei uns zu Hause putzen wir nicht so gründlich. Aber ich freue mich immer, wenn die Gäste einigermaßen sauber sind. Und das sind die heute, beziehungsweise gestern. Ja, sieht gut aus. Deswegen geht das jetzt auch nicht so lange, wenn ich aufhöre zu reden. Ich putze jetzt und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, das Baby hat genau 30 Minuten geschlafen. Und jetzt ist sie dabei. Gott sei Dank habe ich das Badezimmer fertig. Das heißt, da mache ich jetzt die Tür zu. Ich habe sie in der Trage, weil sie nicht so gute Laune hat. Kein Wunder bei 30 Minuten Schlaf. Und ich ja, werde jetzt Betten abziehen und Sachen machen, wo man halt keine Putzmittel braucht. Und der Rest muss dann der Papa nachher machen. Ne? So ist es halt. Jetzt ist André gerade wieder gekommen. Der macht jetzt unten fertig, muss aber nur noch staubsaugen und Staub wischen. Und ich wollte mich jetzt mal ums Mittagessen kümmern. Wir müssen heute noch einkaufen gehen. Wir haben echt fast nichts mehr zu Hause. Aber vielleicht noch irgendwas, was wir schnell zaubern können aus Resten. Ein bisschen Gemüse haben wir noch da. Da kommt das kleine Baby gekrabbelt. Vielleicht eine Kartoffelsuppe. Haben wir noch Kartoffeln? Ja. Das ist übrigens echt was, was immer geht bei uns. Die Kartoffel-Parmesansuppe aus dem Thermomix. Kartoffeln habe ich da, Parmesan habe ich auch meistens da. Süße! Ja. Bisschen Brot haben wir noch da. Ich glaube, die mache ich jetzt einfach schnell. Da hat auch André bestimmt nichts dagegen. Habe ich noch Parmesan? Zu viel versprochen? Nee, habe ich noch. Ich weiß nicht, ob es 100 Gramm sind, aber die mache ich jetzt mal schnell, die Parmesansuppe. Dann schreibe ich einen Einkaufszettel
Mau, was machst du denn da? Ausräumen? Und dann melde ich mich gleich wieder. Falls ihr einen Thermomix habt, einen TM5 oder vielleicht geht es auch in anderen Thermomixen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Das Rezept heißt Parmesan-Kartoffelsuppe. Ja, das schmeckt echt lecker. Es gibt so viele Kartoffelsuppen auf dem Thermomix, auf dem Cookie-Doo, aber diese Parmesan-Kartoffelsuppe ist echt der Hammer. Mein Mann hat noch ein bisschen von gestern übrig, der hatte einen Döner-Teller gestern, weil wir keine Zeit und Lust zum Kochen hatten. Und die kleine Maus, die kriegt Karotten, Blumenkohl und Vollkornnudeln. Mmh. So, wir befinden uns jetzt im Schlafzimmer, in dem nicht aufgeräumten Schlafzimmer, weil wir wollen jetzt alle einen Mittagsschlaf machen. Die kleine Maus hat ja vorher nur eine halbe Stunde geschlafen. Vielleicht haben wir deshalb die Chance, dass sie noch mal eine Stunde oder sogar eineinhalb schläft und Papa und Mama ein bisschen mitschlafen können, weil die Nacht mal wieder nicht so prickelnd war. Aber ja, bis jetzt zeigt das Kind noch nicht, dass es müde ist. Ganz im Gegenteil. Aber wir werden jetzt Bücher anschauen und ein bisschen singen und dann schauen, ob sie vielleicht einschläft. So, wir hatten einen guten Mittagsschlaf. Wir haben, glaube ich, so eineinhalb Stunden geschlafen. Jetzt ist es auch schon dunkel draußen. Wir sind aber schon wieder eine Weile wach. Ich habe schon einige Telefonate erledigt. Jetzt ist es kurz vor 18 Uhr. Jetzt haben wir beschlossen, machen wir noch eine Runde mit unserem Hund, weil durch unseren Mittagsschlaf haben wir jetzt das Tageslicht verpasst und den zweiten Spaziergang. Und die möchte natürlich noch mal raus, deswegen ziehen wir uns jetzt alle an und gehen eine Runde um den Block. Es ist aber schon dunkel draußen, deswegen nehme ich euch da jetzt nicht mit. Danach wollen wir noch einkaufen gehen und dann zeige ich euch wieder den Food Hall, wenn wir zu Hause sind. Oh, gehen wir spazieren? Ja, Mama hat schon das Stirnband auf, jetzt ziehe ich mir noch die Jacke an, ziehe das Baby an und dann geht's los. Ne? Ja. So, ihr Lieben, wir kamen jetzt gerade rein, haben eingekauft im Edeka und im Lidl. Es ist arbeitig teuer geworden, ich weiß nicht, wir machen irgendwas falsch. Also das nächste Mal müssen wir irgendwie besser planen. Ich weiß aber heute warum, weil wir haben viele Fertiggerichte gekauft, was wir normalerweise gar nicht machen. Aber es ist einfach so, dass ab nächster Woche der Umzug bei uns losgeht. Wir wollen Ende nächster Woche umziehen und da muss ich einfach arbeitig viel zu Hause machen, ausmisten, aussortieren, packen. Und da haben wir dann jetzt gedacht, wir nehmen einfach ein paar Fertiggerichte, ein paar einfache Sachen mit und auch mehr als sonst, dass wir die nächste Woche einfach nicht losrennen müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Lidl wurden es 111,18 Euro und im Edeka waren es 70 Euro. Puh, das hat uns echt geschockt. Also wieder knapp fast 200 Euro. 190, aber ja, wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, warum. Es sind ein bisschen andere Produkte wie normalerweise, keine gesunden, aber ja, ab und zu darf das auch mal sein. Ich drehe euch wieder um, dass ich es euch zeigen kann. Ich fange jetzt mal ganz schnell mit den Tiefkühldingen an, weil ich die gleich wegpacken möchte. Einmal hat mein Mann sich mitgenommen Hähnchen-Cordon Bleu, dann haben wir 4 Pizzen mitgenommen von Restaurante, das ist unsere absolute Lieblingsmarke. Einmal Pizza Funghi, einmal Pizza Salami mit Mozzarella und Pesto, einmal Pizza Salami Arrabbiata, einmal Pizza Vegetaria von Steinofen, weil es leider von Restaurante bei Lidl keine vegetarische Auswahl gab. Dann haben wir für Silvester mitgenommen, weil wir gehen zu meinen Eltern und wir machen Raclette und haben gedacht, wir nehmen einfach Eis als Nachtisch. Nach einem Raclette ist das was Lockeres. Kleine Maus redet schon wieder da hinten. Einmal Schwarzwälder Kirschmöwenpick und einmal Chocolate Chips Möwenpick. Mein Mann möchte sich eine Gans machen für Silvester zum Raclette dann dazu. Deswegen war es übrigens auch beim Edeka so teuer, die kostet 20 Euro. Und er hat noch einen Kasten Bier mitgenommen. Das zeige ich euch auch gleich. Bio-Kaisergemüse, Bio-Blattspinat. Dann waren Onion Rings im Angebot. Und das sind unsere absoluten Lieblingscroissants zum Frühstück. Einmal Nuss-Nougat-Croissant und einmal Butter-Croissant. Das ist die Edeka-Eigenmarke. Und das sind französische Buttercroissants und die schmecken so, so gut. Naja, gesund ist was anderes, aber das waren mal die Tiefkühldinge. So, wir bleiben bei der ungesunden Fraktion. Ein bisschen Schokolade und zum Knabbern, das muss einfach immer sein. Meine absoluten Lieblingssüßigkeiten sind Gelee-Bananen. Die gibt es beim Edeka, ganz, ganz lecker.
Dann gab es im Angebot, und haben wir auch noch nie gesehen, Lion Peanut, also Erdnuss. Das sind unsere Lieblingskekse von Milka, super lecker. Waren auch im Angebot, deswegen zweimal. Normalerweise nehmen wir immer von Ritter Sport die Vollnuss, die gab es jetzt aber nicht. Jetzt habe ich mal gedacht, ich probiere so eine billige Variante aus. Traubenuss gab es aber und war auch im Angebot so ein Mousse au Chocolat mit Sahne. Ja, das ist die ungesunde Seite. Dann habe ich im Edeka Wachsgießen, also Bleigießen hieß das bei uns immer, aber das ist jetzt wohl aus Wachs, mitgenommen, weil das einfach ja total Kindheit ist. Wir haben immer Bleigießen gemacht an Silvester und das wollte ich jetzt einfach machen. Diesmal auch. Kleine Maus. Dann kommen wir endlich mal zu was einigermaßen gesundem, einigermaßen sehr gesundem. Wir haben zwei Avocados. Da kriegt die kleine Maus jetzt gleich zum Abendessen Avocado-Brot. Das hat sie total gerne. Einen Brokkoli, einmal Bio-Bananen, einmal Salatherzen, Bio-Paprika, Bio-Orangen, Bio-Gurke. Alles, was Bio gab, haben wir mitgenommen. Dann zwei Bio-Zitronen, Tomaten, Zucchini und Chicorée. Dann meine geliebten Gewürze, Kräuterlinge zum Streuen, Frühlingskräuter zweimal und dann ein China-Gewürz, weil mein Mann diese Gans wohl irgendwie chinesisch angehaucht machen möchte. Dann zweimal Kartoffeln. Dann habe ich viermal Hefe mitgenommen, weil ich Neujahrsbrezeln machen möchte für meine Eltern und für uns. Tomatenketchup, Cornichons, Rotkohl, Weizenmehl, zweimal Semmelknödel, Spaghetti, Rahmsoße und zweimal Zucker. Dann einmal Toast, einmal Küchentücher, Bio-Eier. Dann kommen wir hier zu Bio-Milch zweimal. Einmal den Lachs, einmal Schäufele. Das sind so typische Dinge, die mein Mann immer gerne isst zum Brot dazu. Eine Fertigpackung, Schande über mein Haupt. Normalerweise machen wir sowas nicht. Aber wie gesagt, diese Woche muss es schnell gehen. Kartoffelgratin. Zwei Brote. Dann habe ich für mich Gemüseschnitzel mitgenommen und vegetarische Mühlenschnitzel, klassisch. Dann zweimal Hirtenkäse, den mache ich jetzt zum Abendessen, den mache ich super gerne. Einfach mit ein paar frischen Tomaten, Oliven und ein paar Kräuter und dann in Alufolie in den Ofen. Und dann, ja, schmeckt er super lecker. Gratinkäse fürs Kartoffelgratin. Parmesan habe ich immer im Haus, weil ich viele Suppen im Thermomix mache, die Parmesan enthalten. Dann haben wir mal von so einer Billigmarke so zwei Käse, Ofenkäse mitgenommen. Wollten wir mal ausprobieren, auch zum Abendessen, dass wir mal ein bisschen Abwechslung bei unserer Brotzeit haben. Voll AP war im Angebot, Provence. Einmal Creme Fraiche normal, einmal Creme Fraiche Kräuter. Dann war die Alpenbutter Mägle im Angebot, haben wir mal drei Stück mitgenommen. Meine absoluten geliebten gefüllten Kirschpaprika, die eigentlich so ein bisschen zu scharf sind, dachte ich in der Stillzeit. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal gegessen und Liana hat es nichts ausgemacht. Deswegen habe ich heute zugeschlagen und gleich zwei Päckchen mitgenommen. Zweimal Kräuterfrischkäse, weil wir nochmal unser Frischkäse-Fondue machen wollen, weil das so lecker war. Meine Lieblingspesto von Barilla alla Genovese, auch eine schnelle Nummer, einfach Spaghetti mit Pesto. Backcamembert. Und ich hatte Lust, an Silvester nochmal meinen Bitburger 0,0% zu trinken. Und mein Mann hat sich da hinten, wie ihr seht, eine Kiste Bier mitgenommen, auch für Silvester. Das war's. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch die tolle Aufgabe, das alles zu verräumen. Und dann mache ich uns den Schafskäse, dann essen wir zu Abend, dann wird die kleine Maus gebadet und dann geht's ins Bett. Und ich glaube, dass das Video eh schon extrem lang geworden ist, weil ich heute Morgen schon so viel geredet habe und jetzt der Foodhaul bestimmt auch wieder einige Minuten lang geworden ist. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Es ist schon wieder dunkel, das Licht ist schon wieder doof. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.